Hallo und herzlich willkommen zu unserem Champions League Talk auf Sport 1. Heute natürlich das Thema BVB bei Juventus Turin. 2:1 verloren, hervorragende Ausgangsposition fürs Rückspiel. Und trotzdem sind einige nicht zufrieden mit dem BVB. Auch die Sport 1 Redaktion äußert sich kritisch. Bei mir Matthias Becker. Grüß dich, Matthias. Wie ist die Meinung der Redaktion? Wie ist die Meinung der Fans? Was sagen wir heute dazu? Also wir sehen es, wie es viele eigentlich auch gesehen haben, das Ergebnis ist gut. Wir titeln nicht umsonst ein trügerisches Ergebnis, weil man auch gegen eine Mannschaft wie Juventus erstmal ein Tor auch zu Hause machen muss. Und da gibt das Spiel eben jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Anlass zur Hoffnung. Die Abwehrpatzer sind schon eklatant gewesen. Nach vorne ging auch nicht so wahnsinnig viel. Außer dem Tor, der ist nach einem Patzer der Italiener entstanden ist, gab es keine richtig großen Torchancen. Und da in unserem Kommentar bei uns auf der Seite wird da schon auch hinterfragt, die Entscheidung von Jürgen Klopp, seine bislang dreimal siegreiche Mannschaft in der Bundesliga da so durcheinander zu wirbeln. Hat einige überrascht, speziell der Einsatz von Immobile, der natürlich jetzt in seiner Heimat die große Chance hatte, zu zeigen, was er kann. Und er hat eigentlich enttäuscht. Also wir haben auch die Einzelkritik darüber gezogen. Wie siehst du es? Ja, er hat ja recht gut angefangen, hat er direkt einen guten Torschuss gehabt, war wie immer sehr emsig, aber ihm fehlte einfach die richtige Bindung ans Spiel. Jetzt muss man natürlich auch sagen, gestern hat Dortmund das Problem gehabt, dass mit Campbell und wohl auch Kagawa zwei gefehlt haben, leicht angeschlagen, aber Immobile, das wäre eben genau sein Spiel gewesen, jetzt mal wieder groß aufzutrumpfen. In der Champions League lief es ja bisher ganz gut, aber er wirkt da immer halt noch so ein bisschen verloren. Der X-Faktor ist letztlich immer Marco Reus. Mhm. Ja, darauf setzen die Dortmunder auch, jetzt speziell im Derby gegen Schalke am Wochenende und dann auch im Rückspiel. Ich denke, da ist alles offen. Das zweite Achtelfinal-Hinspiel gestern war deutlicher. Barcelona gewinnt in Manchester und hätte eigentlich noch höher als 2:1 gewinnen müssen. Aber Messi hat es verpasst, da den entscheidenden Punkt zu setzen, hat einen Elfmeter verschossen. Das ist auch das Hauptthema eigentlich in den Medien weltweit und auch in den sozialen Netzwerken. Ja, er hat natürlich, gerade weil es auch in England war, die sind immer schnell mit Wortspielen bei der Hand, gleich viel Spott abbekommen für diese kuriose Einlage, wurde so als Miss Penalty zum Beispiel dargestellt. Es steckt aber schon noch ein wahrer Kern dahinter. Barcelona wird jetzt da nicht groß drunter leiden, also dafür ist Manchester City auch zu schwach gewesen und das Ergebnis zu gut. Aber Messi hat jetzt von seinen letzten 7 Elfmetern 4 verschossen, kriegt vom Trainer trotzdem eine Elfmetergarantie. Man fragt sich ein bisschen, warum, weil ja auch mit Luis Suarez und Neymar noch 2 andere sehr gute Schützen da sind. Und das kann ja, gerade wenn es Viertelfinale, Halbfinale geht, ein viel größeres Thema noch werden, wenn die Schüsse entscheidend sind und nicht mehr wie jetzt relativ unwichtig, sage ich jetzt mal, sondern wenn es richtig ums Eingemachte geht, dann muss er treffen und da ist er offensichtlich ein unsicherer Kandidat. Wir greifen das Thema auf heute. Ansonsten blicken wir natürlich auch schon mal auf den Abend, auf die Spiele heute. Was ist da zu erwarten? Ja, aus deutscher Sicht natürlich das Spiel Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid, wo es ein Wiedersehen geben wird für viele Zuschauer und Zuhörer mit Mario Mandzukic, der auch bei Atletico Madrid so richtig auftrumpft, da schon eine überragende Quote wieder hat. Wir werden den Typen noch mal ein bisschen beleuchten und ihn als den neuen Musterprofi vorstellen. Jetzt gleich auf sport1.de auch schon zum Lesen und Anschauen. Und dann wird man sehen, wie Leverkusen ja selbst ein bisschen schwächeln mit ihm und den anderen starken Spielern von Atletico Madrid zurechtkommen. Danke, Matthias, für die Informationen. Ihr seht bei sport1.de heute alle Informationen, aber natürlich auch heute Abend bei Bundesliga aktuell. Und nicht zu vergessen, live im Sportradio auf Sport1 FM, heute Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid.